Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video über Factsheets und dem Landwirtschaftssimulator 22, das neue Add-on Hay and Forage. Und hier wurden einfach Factsheets rausgebracht. Freitag, am 2. Juni. Ich weiß, ich bin etwas spät, aber Vollzeit arbeitend und Menschen wollen auch noch was von mir haben. Ich weiß auch nicht. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne ein Abo, Like, was auch immer, ihr kennt das. Wir haben schon mal ein Video gemacht zu der Ankündigung, zu dem Add-on, ich verlinke euch das hier gleich mal. Und auch zu dem Landwirtschaftssimulator 23, auch das verlinke ich hier im Video. Und zum Schluss findet ihr auch noch Videos, zu mehreren Videos, die ich noch gemacht habe. Aber fangen wir jetzt mal an. Der Landwirtschaftssimulator Giants hat einen neuen Blog, Factsheets Collection, rausgebracht. Und ich gehe davon aus, dass nächsten Freitag auch noch welche kommen werden. Deswegen mache ich mal ganz schnell das Video hier. Und zwar angefangen hier mit dem Reform R Mounty 110V, den Traktor hier zu sehen. Und hier hast du quasi die. Sehen wir einen Traktor, der kostet 121.500 Euro im Spiel, mit einer Leistung von 109 PS und mit einem variablen CVT, also einem stufenlosen Getriebe. Ein Tank von 110 Litern, maximal 40 km/h, aber das hatten wir ja schon mal gesehen, wiegt 3,7 Tonnen, ist ganz nett. Und hier gibt es das Reiter Respiro R3 Kompakt. Für 26.500 da vorne dran. Dafür benötigen wir 90 PS, das haben wir hier locker ausgepackt. Aber ich bin gespannt, wie sich das verhält mit der Berglast. Ne? Das ist so eine andere Sache. Und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 Meilen pro Stunde oder 20 km/h. Genau, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und wiegt 960 Kilogramm. Ziemlich stattlich, fast eine Tonne. Und ich habe mir einfach mal gedacht, das empfindet ja immer der Realität nach. Und deswegen gucken wir uns das mal an, was die quasi in der Realität damit machen. Das ist tatsächlich ein bisschen ähnlich. Das heißt, es ist ja genau das, was es darstellen soll. Ne? Und ich fand diese Bilder hier krass. Guckt euch mal bitte an, was diese Traktoren alles leisten können. Auch hier im alpinen Gebiet mit Schnee und Co. Für die Stadt wahrscheinlich. Wegebereinigung und tatsächlich auch hier, wie ihr seht, auf alpinen Bergen. Und ich finde das beeindruckend, was sie inzwischen so leisten können. Genau. Und zusätzlich haben wir hier noch Reiter. Und hier kann man auch sehen, was die hier so alles treiben und Werbung machen. Und das geht schon voran. Also mit was für einer Geschwindigkeit die hier rübergehen, das ist schon ordentlich. Sehr gut. Auf jeden Fall. Genau. Und da hätten wir das erste Factsheet von 3 schon durch. Nächstes wäre der Brielmeier. Da musste ich tatsächlich gerade ein bisschen lächeln, als ich das gesehen habe. Das ist ja dieser Handwagen, sage ich jetzt mal, der Brielmeier 29 EFI. Ein Handmäher quasi. Du denkst, ja, das ist so langweilig, ne? Aber wartet mal ab. Auf jeden Fall, kostet der 23.500 Euro. Und 26 PS hat der. Natürlich ein Automatikgetriebe, wird halt mit Handgas wahrscheinlich irgendwie betätigt oder ähnliches. Aber das lassen wir mal außen vor. Aber guckt euch mal das Boot an, stellt euch vor, was man damit machen kann. Genau, und wartet gleich mal ab. Und 8 km/h kann das insgesamt fahren, das Ding. Also gute Schrittgeschwindigkeit, sehr flotte Schrittgeschwindigkeit mit der gleichen Arbeitsgeschwindigkeit. Hat sogar ein breites, also eine größere Arbeitsbreite als das Mähwerk, was wir gerade besprochen haben, 4,2 Meter. Und wiegt gute 525 Kilogramm mit 10 Liter Benzinmotor. Und jetzt passt mal auf. Guckt euch das mal an, was die da machen.
Wie krass ist denn das bitte, Leute? Was die können. Ich hoffe, es kommt gleich diese eine Szene. Das war so wahnsinnig, wo der langgefahren ist mit diesen Dingen. Und ja, schaut euch das mal an, wo die langfahren. Ja, da kann man es jetzt sehen, glaube ich, so an diesen ganzen Hängen. Da laufen die mit diesen Dingen lang und guckt euch diese Hänge mal an. Ist das heftig oder ist das heftig? Alter Schwede, ist das eine coole Sache. Auf jeden Fall, ja, ich bin begeistert. Vielleicht kriegen wir es auch mal im Test, so einen Hang zu finden. Krasses Ding auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, und das war dann halt schon der zweite Factsheet. Als nächstes war dann halt der Muli T8X drauf. Hier für 126.500 Euro. Den haben wir gerade schon bei ReformR gesehen auf der Seite. Mit 109 PS, fast 110, mit einem manuellen Getriebe. Und ja, 120 Liter ja, Tank. Schafft ganze 50 km/h, das ist schon ordentlich, ist flott. 3,2 Tonnen wiegt das Ding. Und als Add-on haben wir halt quasi hier den Forage, also den Ladewagen im Endeffekt, womit wir Gras und ähnliches laden können. Ja, der soll 30.000 extra kosten, also haben wir so eine Kombination von 160.000 ungefähr. Und hat hier eine Füllmenge von 14 Tonnen fast und wiegt 1,6 Tonnen zusätzlich, der Zusatz hier. Eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Das Ding kann laden Gras, Heu, was ist das? Ich weiß es nicht. Gehäckseltes, Stroh und Silage, denke ich. Das glaube ich dann entweder Mist oder Futter. Mischfutter. Genau. Ja. Den können wir uns auch hier mal schnell angucken. Der ist hier nämlich auch der Muli. Ist auch so ein allseits einsetzbares Fahrzeug. Um den hier mal direkt anzugucken. Der macht schon was her, muss man sagen, in echt. Ja, genau. Ist schon was Cooles, also muss man mal sagen. So. Ja, das wäre schon das Factsheet. Oh, es sind 4 Factsheets. Sorry, ich habe mich vertan. 4 Factsheets. Wir haben noch den Respiro, weiter Respiro R7 RD Wind Rover. Und, ja, der braucht 160 PS, 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, das ist echt flott, mit 7 Meter Breite, 3,4 Tonnen. Ja, was sieht man hier auch, die rasen ja quasi förmlich übers Feld, was die hier tun. Genau, das ist schon eine echt coole Sache, muss man sagen. Ich muss, was haben wir hier, den Respiro R7 RD. Gucken wir mal, ob wir den finden. R7 RD hier. Worüber möchten wir mehr erfahren? Ja, das ist eine gute Frage. Ich will Fotos sehen. Verschiedenste Erntegüter. Da kannst du alles mitmachen. Heu, Mais, Stroh, Raps, Luzernen, Heu, oh Gottes Willen. Stroh. Genau. Und ich meine, das war's jetzt auch erstmal. Genau. Das waren die Factsheets von letzten Freitag. Ich hoffe, ich komme nächsten Freitag dazu, das auch pünktlich zu machen. Es tut mir leid. Genau, lasst ein Like, Abo da oder wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.